Also du misst jetzt noch den Blutzucker? Genau, danach spritze ich das Insulin. Andere Freunde fahren mal weg. Das könnte ich jetzt in dem Moment natürlich nicht. Ich mach's, weil ich meinen Vater liebe. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe mich gefragt, ob du manchmal ein schlechtes Gewissen hast, dass Annika sich so um dich kümmert. Klar, mein Leben ist durch. Ihr Leben fängt es an. Meine Eltern haben mich großgezogen. Die waren eigentlich immer für mich da. Sie haben auf super viel für mich verzichtet. Und sie haben mich in Teilen auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und dafür bin ich ihnen super dankbar. Aber was ist, wenn sie jetzt plötzlich auf Hilfe angewiesen wären? Ich frage mich, was sind wir unseren Eltern schuldig? Und ich treffe heute Annika, die pflegt ihren Vater. Und von ihr will ich wissen, macht sie das aus dem Gefühl heraus, dass sie ihrem Vater was schuldet? Um vor allem den kranken Vater zu schützen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir alle Masken tragen. Hallo. Hi, Julia. Hi. Hi, Annika. Hi. Schön, dich zu sehen. Bisschen früh. Ist in Ordnung. Ja. Das ist einmal mein Papa. Ich sag mal aus der Ferne hallo. Ich sag hallo. Wie fängt ein neuer Tag immer so an? Unterschiedlich. Wenn ich arbeiten muss zum Beispiel, dann fange ich auch schon mal um 2 Uhr morgens an, ja, weil ich dann um 4 Uhr starten muss. Meistens spätestens um 6 Uhr starten wir hier, ja, weil immer um Punkt 6 Uhr gibt es eigentlich immer für die Katzenfutter. Und dann kümmerst du dich um deinen Papa? Genau, mein Papa hilft mit. Super, beziehst du ihn mit ein? Genau, muss ich nur mal ein bisschen immer festhalten hier. Das Laufen, das ist mir so einfach. Mhm. Weil ich habe Ataxie. Ja. Das halt, ich mach hier ein bisschen fest, bitte. Wenn die Katzen gefüttert sind, was passiert dann? Badezimmer. Badezimmer. Geht? Ich würde jetzt halt eben meinen Papa jetzt den Bart endlich mal machen. Mhm. Hast ja vorher wahrscheinlich auch noch nicht so viele Männer rasiert und so, oder? Also bei meinem Papa habe ich das so mehr oder weniger, ja, erlernt. Und das gehört halt dazu. Das ist ja auch ganz schön eine neue Situation, so viel Zeit plötzlich wieder mit dem Vater oder so zu verbringen. Ne? Also wenn ich überlege, wie viel Zeit ich mit meinen Eltern verbringe, ja, dann ist das überschaubar. Dann wäre das eine ganz schöne Umstellung für mich. Ja, das ist definitiv eine Umstellung, weil ich habe das alles anders zwischen geplant gehabt. Es war nie so geplant, dass es jetzt sowas passiert. Mhm. Man muss sich aber auch erst reinfinden. Es ist klar, es ist am Anfang nicht einfach für niemanden gewesen. Für meinen Papa ist es nicht einfach gewesen. Der hat sich das ja auch vor ein paar Jahren nicht so vorgestellt, dass er dann wieder bei mir wohnt, mhm, dass ich mich um ihn kümmere. Aber man findet rein. Mhm. Kann Manfred sich auch selbst rasieren oder funktioniert das nicht mehr wegen der Krankheit oder wie? Er hat unter anderem, guck mich mal eben kurz an, ich verwechsel die Augen. Das linke hier. Mhm. Das ist blind. Okay. Da ist ein Glaskörper drin. Mhm. Und eine neue Linse. Wegen dem Diabetes ist das Auge angegriffen gewesen. Okay. Auch so, wenn ich den mal mit Duschen, dann helfe ich mal. Aber wie ist das? Also gerade so beim Duschen, ne? Da habe ich so den Eindruck, es ist schon irgendwie, es gibt da so eine Grenze von Intimität zu Eltern, ne? Die baut man irgendwann so auf. Und das wäre für mich eine total komische Vorstellung, die plötzlich so zu brechen. Klar, es ist mein Papa. Es ist ja noch ich bin die Tochter. Es ist mein Papa. Da hat man immer eine gewisse Hemmschwelle. Ja. Aber als mein Papa operiert worden ist und so schwach war und pflegebedürftig war, da habe ich tatsächlich gesagt, du, das musst du überwinden. Wie war das so die ersten Male? Also die ersten Male irgendwie so duschen, waschen, aufs Klo setzen? Also es war ungewohnt und man musste das wirklich diese Schwelle übertreten. Ja. Aber jetzt so Normalität geworden? Mhm. Ja. So, möchtest du deine Haare ein bisschen länger haben oder kurz? Mir ist es egal, mach. Du musst ja auch ganz schön viele Entscheidungen für deinen Papa treffen, offenbar, ne? Ja, das ist immer, mach, mach. Ich sag mal so, für mich war es besonders schlimm, dass ich jetzt wieder, man stellt sich ja als Elternteil nie so vor, dass man zu seinen Kindern oder zur Last fallen. Also, Also es war für dich auch eine Umstellung, erstmal wieder, ja, auf jemanden angewiesen zu sein. Man hat das ganze Leben hat man irgendwie gelebt. Man hat sich das ja auch anders vorgestellt, dass man irgendwann im Alter
vielleicht noch mal ein bisschen was er unternehmen kann, machen kann, tun kann. Ja. Und das bricht auf einmal alles weg. Dann mache ich mal eben die Ohren sauber. Und dann mache ich mich zwischenzeitlich immer ein bisschen fertig. Geht, bist du ein bisschen näher ran? Ja, ich mache das schon. Ja, ist schon so, ne? Du denkst dann immer für einen Menschen zusätzlich mit auch. Interessanterweise ist es mir aufgefallen, so die letzten Male, dass ich mehr an ihn denke, ehrlich gesagt. Ja? Also, er hat ja auch immer für mich zurückgesteckt und jetzt gebe ich ihm das so mehr oder weniger zurück. Also es dreht sich gerade alles total um irgendwie. Das wolltest du anziehen, ne? Morgens habe ich 8. 8 Stück? 8 Stück, ja. Wow. Abends habe ich nochmal 3. Also du misst jetzt noch den Blutzucker? Genau. Danach spritze ich das Insulin. Mhm. Ja, und bei mir sitzt das. Würde ich anfangen, ja, wie ein Hefekuchen überall reinkloppen. Aber Annika, das musstest du auch erstmal irgendwie lernen, oder? Ich Anfang war das, so das ist auch eine Hemmung gewesen. Das muss ich wirklich jetzt mal eben so sagen. Das war wirklich hier, ich hing da. Mhm. Und hab dann immer, okay. Und mein Vater wurde dann auch irgendwann vogelig, weil er immer darauf gewartet, dass ich zusteche. Ja. Und ich hing dann wirklich da und das war auch so das Schwerste, das Zustechen. Man will ja nicht wehtun und so. Richtig. Na, den guten Appetit. Dankeschön. Ich hab die beiden jetzt mal alleine gelassen beim Frühstück. Ich muss echt sagen, ich finde es mega eindrucksvoll, wie Annika umgeht mit ihrem Papa. Und ich merke, wie viel Zeit das kostet und irgendwie, dass sie ihr Leben auch total hinten anstellt. Und ich weiß echt nicht genau, ob ich das so könnte, ob ich das machen wollen würde. Wie fühlt sich das an, dass deine Tochter jetzt so viel Rücksicht auf dich nimmt und ihr Leben auch so nach dir ausrichtet? Das bin ich sehr dankbar darüber. Also ich finde das auch sehr schön und ich sage ihr das immer wieder, dass ich sie unwahrscheinlich lieb habe. Wir erzählen uns das mindestens 1-2 Mal die Woche, sagen uns das gegenseitig, ohne dass der eine da drauf drängt oder dass der andere das sagt, du, das muss ich jetzt unbedingt loswerden oder was, weil das ein Gefühl ist. So. War das denn in deinen Augen jemals eine Möglichkeit, dann ins Pflegeheim zu gehen? Ich hätte ja gehen müssen, ob ich das wollte oder nicht. Mhm. Wenn du dein Leben vergleichst mit anderen 30-Jährigen, was kannst du nicht machen, was andere machen? Andere Freunde gehen jetzt natürlich arbeiten, aber können machen, was sie wollen. Mhm. Die machen, wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt essen gehen, zack, gehen die essen. Mhm. Wir spielen gerne Paintball, können wir machen. Ja. Das sind so, also die können quasi sich ein bisschen freier entwickeln. Mhm. Die können jetzt so sagen, ich mache jetzt vielleicht dies, das oder jenes. Oder fahren mal weg. Das könnte ich jetzt in dem Moment natürlich nicht. Was hast du denn gedacht, wie du mit 30 leben wirst? Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, wohne im Haus. Das ist so das typische Bild. Ja. Hat sich etwas verändert. Ich habe jetzt auch meine Prioritäten ein bisschen anders gesetzt. Ja. Ich bin genügsamer geworden. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was wünschst du dir zu Weihnachten, Geburtstag? Egal, ich bin mit meiner Familie zusammen. Also auf den ersten Blick klingt es nach Verzicht, nach weniger machen können, weniger Flexibilität. Aber wo hast du denn vielleicht auch was dazu gewonnen? Wo sind denn die schönen Momente? Die schönen Momente sind, wenn wir dann zusammensitzen und ich nicht mehr alleine bin. Mhm. Mein Papa gibt mir auch viele Ratschläge und so. Mhm. Und gibt mir so viel Weisheiten mit. Und das sind schöne Momente. Das sind zwar für andere vielleicht nicht die besten, aber für mich ist das viel. Und das Schönste wäre dann irgendwann, dass ich ihn, auch wenn er im Rollstuhl ist, dass ich ihn schiebe und dass wir uns dann vielleicht noch mal ein paar Sachen angucken. Empfindest du manchmal vielleicht auch Druck und Überforderung und denkst dir so, boah, das geht irgendwie gerade gar nicht mehr? Das ist ab und zu mal da, wo ich halt wirklich gemerkt habe, ich müsste mal eben befreit werden. Und da ist gerade momentan die Arbeitsstelle bei mir, dass ich wirklich momentan krankgeschrieben bin. Und um mich halt wirklich noch ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ja. Also mein Papa gibt sich ja Mühe, sagt, okay, wenn ich dir zur Last falle, dann gib mich weg, bitte. Weil es ist für ihn ja auch wichtig, dass es mir gut geht. Wann wäre denn der Moment für dich,
Wenn du sagst, so, das ist mir jetzt zu krass, ich kann das nicht mehr. Wenn es meinem Papa nicht mehr gut geht. Wenn ich merke, er verwahrlost, es wird ihm körperlich und geistig schlechter, dass er wirklich dann nicht mehr, es ihm nicht gut geht. Ich habe mit ihm auch schon mal abgesprochen, wenn es mal so sein sollte, wenn es ihm wirklich ganz schlecht geht und das, sag ich mal, als Beispiel, das Leben zu beenden, dass ich das für ihn tue. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Das sind ja richtig krasse Gespräche. Auch wenn es hart ist. Man muss mit denen das absprechen. Aber es gehört halt dazu. Das habe ich gelernt. Also ich habe mit meinen Eltern jetzt so konkret noch nie darüber geredet, irgendwie, ab wann würde ich euch ins Pflegeheim geben oder ne, wie würde ich reagieren, wenn ihr plötzlich irgendwie so viel Unterstützung brauchen würdet. Das sind Themen, die ich noch nicht angeschnitten habe und ehrlich gesagt vielleicht auch ein bisschen hoffe, dass sie nicht so schnell eintreten, weil es auch für mich einfach heißen würde, ich muss mein Leben umkrempeln. So. Klar, man muss nur einmal wirklich darüber gesprochen haben, dass man wirklich als Kind weiß, was die Eltern möchten. Und ich kann auch später für mich sagen, ich habe alles für meinen Papa getan und werde keine Sekunde bereuen. Als du uns deine Geschichte geschickt hast, habe ich mich direkt gefragt, was bin ich meinen Eltern eigentlich schuldig? Hast du das Gefühl, du machst es auch aus dem Schuldbewusstsein heraus? Schuld hört sich so, man muss es jetzt tun. Ja. Man muss es natürlich nicht tun. Klar, wenn man seine Familie liebt, und ein gutes, inniges Verhältnis, gibt es ja auch immer Leute, die haben das zum Beispiel nicht. Die haben schlechte Eltern gehabt. Das ist klar, dass es dann nicht funktioniert. Und wenn es einfach wirklich nicht mehr geht oder man kann es nicht, weil man selber vielleicht. Es gibt ja auch Leute, die einfach selber angeschlagen sind. Ja. Oder einfach nicht in der Lage dazu sind. Das ist total eigentlich falsch, das zu tun. Aber dann machst du das weniger aus dem Gefühl heraus, dass du es machen musst, weil es dein Vater ist, sondern einfach aus Dankbarkeit heraus und weil du ihn liebst. Richtig. Ich mach's, weil ich meinen Vater liebe. Mhm. Er ist mein Vater. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe mich gefragt, ob du manchmal ein schlechtes Gewissen hast, dass Annika sich so um dich kümmert. Klar. Weil mein Leben ist durch. Ihr Leben fängt das an. Annika, wie geht's dir denn damit, dass dein Papa manchmal schlechtes Gewissen hat? Klar, kann ich verstehen. Mhm. Aber braucht er nicht. Mhm. Was mir auf jeden Fall auffällt, so als Außenstehender, dass ich habe null das Gefühl, dass Annika sich irgendwie verpflichtet fühlt, das zu machen, sondern ich habe das Gefühl, dass sie das macht, weil sie dich einfach so gerne hat und dass sie das auch genießt, mit dir Zeit zu verbringen, gerade auch vielleicht, weil sie in der Kindheit dich oft eine längere Zeit nicht gesehen hat und dass ihr, ich finde das so schön, dass ihr jetzt gerade anfangt, so eine richtig enge Verbindung zu kriegen. Stimmt zu 100%. Ja. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ihr euren Eltern was schuldet? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Abo da, und zwar hier unten. Und hier drüben, da kommt ihr zu einem Video von Auf Klo. Da spricht Maria mit Lea und deren Vater saß im Gefängnis. Sie fragt sich heute, ob sie ihm verzeihen muss.